Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Leon von Camphausen. Eine Bärenfamilie. Frühsommer ist es. Die Bärin führt ihre drei Jungen durch den Wald. Im Januar hat sie die Kleinen im Winterlager geboren. In plumpen Sprüngen umkreisen die Jungen die Mutter. Sie knurren und brummen, schnaufen und blasen, schlagen sich mit ihren scharf bewehrten Pranken, klettern über gestürzte Stämme, patschen durchs trübe Wasser der Tümpel, springen spielend an der Mutter hoch. Die Bärin achtet ihrer scheinbar nicht. In stetigem, wiegendem Gang durchquert sie den Wald und nimmt Richtung auf eine Blöße zu. Hier war vor Jahren eine Windhose hindurchgegangen, hatte die Stämme in der Mitte abgedreht und zersplittert zur Erde geworfen. Überall liegen faulige Splitter, Klötze, Äste und Rindenstücke herum. Die Bärin wandert mitten in den Windbruch hinein und beginnt die Arbeit. Sie wendet mit ihren Pranken die morschen, verwitterten, mulmigen Holzstücke um. Alles, was darunter liegt, Larven, Käfer, Kerfe, Puppen, Würmer, ergreifen die Jungen und verzehren es schmatzend. Jetzt aber müssen die drei Bärchen allein sich in dieser Arbeit üben, denn die Mutter besteigt einen gestürzten Stamm und wacht.